So, und schon sind wir live. Wir hoffen es zumindest mit dem 130. Retro-Komfort-Video-Stammtisch. Wenn heute alles schief läuft, dann passt es perfekt zum Tag. Denn hier bei uns in der Location im Museum ist auch der Wurm drin. Und wie ich eben gehört habe, ist bei ja, einem unserer Mitspieler auch der Wurm drin. Wir begrüßen einen schwarzen Bildschirm mit Michael. Nachher wird es aber hoffentlich winterlich, oder? Bei einem Mitspieler, momentan der einzige Mitspieler hier, neben dir. Ich hoffe mal, ich habe jetzt mal auf die Schnelle noch eine andere Version rausgesucht. Die scheint zumindest mal etwas zu tun. Ja, das sieht schon viel besser aus. Das ist schon mal sehr gut. Also, wir werden heute The Games Winter Edition spielen. Die Sommeredition kommt nächste Woche. Nochmal der Hinweis vorab: Man kann die Sachen, die wir danach spielen sollen, jetzt inzwischen wieder wählen bis, ja, bis zum 31. haben wir da gesagt. Da findet ihr die Infos auf Facebook, auf Discord oder bei WhatsApp oder auch bei Patreon und Steady, wie ihr hier Spiele wählen könnt, die wir dann im letzten Vierteljahr spielen. Ja, wir machen das wieder so, dass wir die Disziplinen einzeln im Trainingsmodus spielen. Also, wir hatten gesagt, immer eine Viertelstunde oder so, ne, wollen wir jede Disziplin ausprobieren. Und dann kann man ja nochmal in Ruhe weiterprobieren. Oder was wollten wir Genau, machen? genau. So wie das letzte Mal, schauen wir mal, vielleicht kommen auch noch ein paar Leute dazu. Manfred kündigt sich gerade schon im Chat an. Hallo. Wir schauen uns einfach mal die Disziplin an. Ich habe mir auch schon das Handbuch rausgesucht, dass wir nicht ganz auf verlorenen Posten dastehen. Das ist gut, sehr cool. Wobei wir das wahrscheinlich für die meisten gar nicht brauchen werden, aber. Keine Ahnung, ich habe dieses Spiel seit Jahren nicht gespielt. Ich habe auch früher nicht viel gespielt. Ich war immer eher Winter Games Fan. Winter Edition kam ja später und da hatte ich schon nicht mehr so den Zwetsig im Mittelpunkt. Dann hast du mir aber zumindest schon einige Spielstunden voraus, weil ich habe es noch nie gespielt. Also Spielstunden definitiv nicht. Ich habe es einmal gespielt und habe danach wieder Winter Games reingeschmissen. Das weiß ich noch. Oh Gott, ich sehe schon wieder was, was mir überhaupt nicht gefällt. Ja, aber immerhin siehst du ein Sprite. Wir hatten da ja schon mal so Probleme mit der Ja, aber das Dame. war von Amiga. Stimmt, am 60 ist die Frau hoffentlich dann da. Ja, wir fangen an mit Bobfahren. Ich versuche mein Glück, werde aber dann auch hier heute zwischendurch mal an andere Leute den Joystick geben. Wir haben hier einige Besucher bei unserer Location, unter anderem ist der Dark Metatron heute Abend hier und auch Stefan ist hier. Wir haben die auch mal Lust, zwischendurch mal hier zu spielen. Also immer eine gute Viertelstunde, würde ich sagen, versuchen wir es. Starten tue ich mit hoch runter, das habe ich schon verstanden. Und wie kriege ich Geschwindigkeit? Du bist der Experte mit dem Handbuch. So, ich muss mal kurz das Handbuch mal aufmachen. Also, wie nennt sich die Disziplin? Die Latsch? erste, genau. Bob, ich nenne es Bobfahren, aber das Ja, Englisch. ja. Choose a curse. Also, Das ich habe ich nehme schon an, du gemacht. hast schon Ich einen Kurs habe Kurs, ausgesucht. ich hab Kurs A genommen, aber irgendwie kann ich hier, habe ich das Gefühl, ich mache gar nichts und fahre trotzdem. Und unten sind drei Anzeigen. Etwas verwirrend. Also, du hast 30 Sekunden, deinen Lauf zu starten. Nee, zu beenden. Der Feuerknopf simuliert das Greifen und mit Vorwärts und Zurück baust du dein Momentum auf. Ich baue ein Achso, Momentum weil das ist, auf. ah gut, das ist der Start gewesen. Das habe ich ja eben schon gemacht hier. Ich starte nochmal, das ging ja. Aber was muss Genau. ich währenddessen machen? Weil da habe ich das Gefühl, der fährt von alleine. Also wenn du allein fährst, mit rechts und links kannst du steuern und das war's. Schau, dass du nicht aus der Kurve fliegst. Ich fliege gar nicht raus. Ich habe vorhin einmal schon so schlecht gesteuert und bin nicht rausgeflogen. Vermutlich verlierst du einfach nur Geschwindigkeit. Vermute ich auch mal. Versuch du auch mal dein Glück, wenn du es anschalten kannst. Ja. 29,80 war bisher mein bestes Ergebnis, aber du hast da Also, voreingestellt. versuchen wir es nochmal. Es sind doch nur 7 Disziplinen. Egal. Sind auch 1,5 Stunden, wenn wir für jede 15 Minuten brauchen. Hallo Galu, Servus. Willkommen im Club, Manfred. Das hatte ich heute auch bei uns, dass OBS die Virtual Cam nicht mehr wollte. Da ist ein Programmierfehler irgendwie drin. Den Spaß hatten wir auch schon. Ich hatte ein ganz anderes Problem gestern gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich konnte meinen Stream gar nicht starten. Okay. Das Der hatte ich noch hat nicht. mir nicht in Twitch Das hatte Ingo vor ein paar Tagen. Ich habe jetzt 33 Sekunden gehabt. Mal sehen, was du jetzt schaffst gleich. Ich gucke mal, ob hier nochmal jemand das trainieren möchte. Und muss das ehrlich sagen, die Disziplin ist zwar nett, aber wenn man nicht mehr rausfallen kann, naja. Gut, ich schau mal. So, hier Seite B. Dann schrei noch mal laut, dass man dich auch sieht. Ja, ich habe momentan nicht viel zu zeigen, der lädt noch. Hoffentlich. Das grüne Lampe unten leuchtet noch. Also ich habe gestern nochmal das Update installiert, weil ich dachte, das liegt vielleicht daran.
Manfred. Danach hat zwar OBS ganz anders ausgeschaut, aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Ui, den kenne ich. Der. Wenn er jetzt auch das Fußpedal findet, dann kann man auch mit ihm sprechen. Ich fürchte, das muss er gedrückt lassen. Ah ja, nee, ich habe mal die falsche Stelle gedrückt. Das war das Problem. Hi, servus. Hallo. So, ja, das sollte gehen. So. Ja, immerhin erlebt noch Ketzer. Yay, mein Spiel. Also, ich habe jetzt hier die Track-Auswahl. Kann aus 4 Kursen wählen. Track 2 sieht ein bisschen billig aus. Nehmen wir mal Track 3, das wirkt sympathisch. Dann kann ich jetzt... Na super. Ah, okay. Jetzt muss ich halt schauen, dass ich nicht aus der Kurve fliege und die Kurve möglichst in Idealform nehme anscheinend. Also, rausfliegen kann ich anscheinend eh nicht. Ich kann auf geraden Strecken versuchen, Momentum mit rauf runter aufzubauen und steuern in den Kurven mit rechts, links. Und so, da muss ich versuchen, dann die ideale Linie zu finden, um eine möglichst gute Zeit zu bekommen, wenn ich das richtig sehe. Ich schaffe meistens irgendwie mit 31 oder sowas. Aber ja gut, für den ersten Versuch schon mal nicht schlecht, glaube ich. Also ich bin zumindest angekommen. Gut, ankommen kommt man hier immer. Das ist das Problem. Also schon mal deutlich weniger frustig als bei Winter Games, meinst du? Aber trotzdem nicht mein Spiel. Ja. Ich dachte, ich kann Momentum aufbauen mit rauf, runter jetzt. Hey, mit Feuerknopf kann ich ein bisschen beschleunigen. Ich kann gar nicht, der wechselt die Bildschirme so schnell, ich kann gar nicht richtig reagieren. Ja, es ist auch das Problem. Moment, ist mal Manfred ein. Hallo, servus. Hallo. 26:24, persönliche Bestzeit. Ja, ich habe immerhin eine Sekunde jetzt, glaube ich, gut gemacht. Aber ganz im Ernst, bis ich kapiere, was ich da mache, ist das Rennen vorbei. Du musst am Anfang Schwung holen. Ja, das habe ich versucht. Da stand ja eine Anleitung mit rauf, runter könnte ich das machen. Aber sobald ich rauf drücke, lässt er los und fängt an. Und dann versuche ich wenigstens mit Feuerknopf irgendwas zu machen. Bei mir fährt er los, wenn ich Feuerknopf drücke und nicht, wenn ich... Aber, ja. Wenn es euch beruhigt, ich habe die komplette Steuerung vergessen. Ja, ich habe es gerade nochmal im Handbuch nachgeschlagen, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Handbücher, sowas haben wir hier nicht. Ich weiß. Ich habe beide Versionen für Amiga und für 64 damals gekauft, aber lange nicht mehr gezockt, leider. Ja, ich habe die Sportspiele waren ja noch nie mein Fall gewesen, aber... So, aber jetzt, wo ich hier eine Zeit von 26 hatte... Ah, ich muss den Feuerknopf gedrückt lassen, dann kann ich mit hoch und runter einen Momentum aufbauen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber es scheint zu funktionieren. Ich schaue mal, ob hier noch irgendjemand anders spielen will. Besser aus. Da finde ich ja noch jemanden. So. Und hast du rausgefunden, woran es bei OBS lag, Manfred? Es war das Problem mit Portadmins und ich habe es schnell komplett neu installiert, dann ging es sofort wieder. Da ist jetzt auch das aktuelle Update drauf, oder? Nee, ich habe dieses 27.2.4 und die geht soweit ganz gut.
Also, das ist gerade meine erste Stadt, Webcam sofort erkannt. Also, ich bin zufrieden damit. Ah, jetzt, das sieht doch mal nach einer guten Zeit aus. Wenn man vernünftig startet, kommt man mit 26, 29 durchs Ziel. Also nochmal, Ich beim muss gerade Start. lachen. Ich muss gerade lachen. Kann es sein, dass ich gerade hier etwas sehr gemütlich unterwegs bin? Ja, du hast wahrscheinlich genau wie ich vorhin den Start verhauen. Ja, das ist ja langsam vorgefahren. Also ich hätte auch nicht mitnehmen können. Ja. Ich weiß zwar nicht, was das rechts-links bei der Strecke bewirkt. Ich dachte immer, das geht vielleicht darum, die Ideallinie zu finden, aber Das trifft es vielleicht das ich kann gar Gegensteuer nicht so bei schnell reagieren, wie der Bildschirm wechselt. das trifft es vielleicht das Gegensteuer bei den Steilkurven. So, dann wie damals bei Wintergames, beim ersten. Was mir auf jeden Fall schon mal auffällt beim Start, da kannst du wahrscheinlich schon sehr viel gut machen, also gut 10 Sekunden. Eine wilde Petite Dreams ist aufgetaucht. Auch mal. Hallo, Hallo. Servus. Hi. Also, wenn du beim Bin Start den einmal Feuerknopf drin. gedrückt lässt, kannst du mit rauf, runter Schwung holen. Und dann, sobald du den Feuerknopf irgendwie loslässt, kannst du versuchen, noch ein paar Mal den Feuerknopf nachzudrücken, dass er dann diese Paddelbewegung macht. Okay, ich bin Hat jetzt froh, bei dem Ziel mir ankommen. wunderbar überhaupt nicht funktioniert. Also sag mal, ich bin mit jeder Zeit unter 3 Minuten zufrieden. Ey, schaue ich gerade irgendwie auf dieses Drift unten und versuche den irgendwie ein bisschen in der Mitte zu halten. Das scheint mir rechts und links zu funktionieren. Also ich glaube, das hat damals bei mir auch nicht funktioniert, wenn ich mir damals eine Schlüssel gekauft habe. Also irgendwie, ich weiß nicht. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was mit rechts und links, was ich da mit rechts und links mache. Aber die Zeit ist zumindest einigermaßen in Ordnung gewesen. Was hast du für eine Zeit? 26,79. 31,90. Also dafür, dass ich nichts gemacht habe, bin Hallo ich zufrieden Jungwolle, damit. hallo Powerlord. Wenn jetzt was gut oder was schlecht ist. 27,80, also ich hab mit 36 angefangen. Das ist, glaube ich, schon mal eine gute Zeit. Ja gut, ich einmal probiere es noch. Die Disziplin haut mich jetzt tatsächlich nicht so sehr vom Hocker. Sehr verwirrend vor allem. Also irgendwie. Ja. Sag mal so, ich drücke mir irgendwas und schaue, was für eine Zeit rauskommt. Oh, Also ich drücke 26. rechts und links und schaue, dass das Drift eigentlich nur in der Mitte bleibt. Kann ich mit der Zeit zufrieden sein? 26, da wird nichts gemacht. Egal. Ich glaube, da bin ich damals auch nicht durchgestiegen irgendwie. Ja, gut, das war nix. 29,14. Ja, vor allem, wenn ich wegen der Zeit, wo ich mir das damals gekauft habe, da haben die meisten gar nicht mehr gezockt. Also, da waren die Zocksessions am Computer vorbei, leider. Hallo Stefan und Hallo. gute Besserung. Auch von mir gute Besserung. Ja, ich glaube, das kam auch weit nach Winter- und Summer Games, Powerlord. Wenn ich mich recht entsinne. Das sind die meisten auch schon von C64 weg gewesen, als das rauskam, bin ich. Oder? Muss ich doch mal nachschauen. Nicht, dass ich jetzt hier ein Bullshit erzähle. 89. Schauen wir mal kurz. Ich glaube, zu der Zeit hat glaube ich, der Freundeskreis für die ersten PCs, glaube ich. Games Winter Edition. Kam 89, ja. Und Winter Games kam nur 2 Jahre früher. Nee, 4 Jahre früher. 64. Für den Amiga kam es recht spät. Das heißt, im Prinzip ist das Spiel rausgekommen, als gerade der Wechsel zu den 16-Bitern kam. Aber noch nicht zu spät für C64 eigentlich. Ich glaube, mit der Zeit kann ich zufrieden sein. Ich habe keine Ahnung, wie. Dann hast du eine gute Zeit, weil hier war 27,07 und du hast 25. 25,77 hat er jetzt. Wow, das ist gut, ja. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich habe bloß rumgedrückt.
Okay, machen wir mal eine andere Disziplin. Vielleicht ist die etwas besser zu steuern oder überhaupt zu steuern. Aber wie gesagt, ich war damals auch schon nicht gut. Das weiß ich ja so. Das Programm lag meistens in der Schublade. Ich hatte es halt daheim. Was ist denn die nächste Disziplin? Müssen wir mal gucken. Ja. Die nächste Disziplin. Cross Country, oder? Glaube ich. Ich glaube ja, aber der liegt bei mir jetzt ziemlich lange. Muss ich mal gucken. Patrick, hast du die Easy Flash Version? Ich habe keine gefunden. Ich habe sie, also. Ah, okay. Soll ich sie über Discord schicken, schnell? Kannst du gern machen, dann habe ich nicht so lange Ladezeiten. Okay, das sind sogar beide Programme, beide Teile drum. Dann noch besser, dann brauche ich nur eine für nächste Woche. Ja, Cross Country, dann kannst du uns schon mal sagen, was wir machen müssen, Michael, weil es liegt ja noch ein bisschen. Ich poste direkt im Videostammtisch in der Rubrik, oder? Ja, klar. Okay. So, Cross Country. Ich muss erstmal raussuchen, Speedskating. Slalom. Okay, 1 Kilometer, 2 Kilometer oder 5 Kilometer? 1 Kilometer. Oh Gott. Okay, beginning. Das ist irgendwas mit Schnellrennen. Es gibt immer zwei Rennen, zwei okay. Läufer. Die zweiten übernimmt der Computer. Muss man steuern? Interessant wird nur, muss man steuern, weil ich habe das Gefühl, der steuert von selbst. Immerhin ist das irgendwie noch intuitiver als das eben. Ich überhole schon mal die Bewege Computer. Dich mit nach rechts und links. Das mache ich gerade, ja. Going uphill. Ich bin schon im Ziel. Ah. Also 1 Kilometer ist sehr kurz. You can step up rather than ski up. To do so, hold the fire button down. Das ist wie Biathlon so ein bisschen. Ja, nur dass du halt eben nicht noch schneller hin und her wackelst, sondern den Feuerknopf drückst, um dann quasi nach oben zu laufen, statt nach oben zu fahren. Okay, das hatte ich eben noch nicht gemacht, aber den Feuerknopf halt gedrückt lassen in der Zeit. Gedrückt lassen beim Bergauffahren, oder? Ja. Okay. Jetzt bin ich langsamer als vorher. Toll. Jetzt drücke ich mal einen Knopf zwischendurch und bin viel langsamer. Okay. Du hast auch keine Berge in dem. Ich versuche mal auf eine andere Größe umzustellen. Wie ist es bei euch? Ich habe das nämlich hochgeladen, gell? Ist im Discord. Ah, wunderbar. Danke. Mhm. Er muss die ganze Disziplin neu laden, wenn man die Länge ändern will. Toll. Wollen wir uns auf die mittlere Länge einigen oder was machen wir? Ich wechsle jetzt erstmal auf die CRT-Version. Bevor ich irgendwas mache. Machen wir 2 Kilometer, Manfred. Du hast es ja gerade alles sehr gut. Ja, genau. Dann machen wir 2 Kilometer. Das ist lustig. Ich kann mich an die Disziplin von damals gar nicht mehr erinnern. Toll. Ich bin auch der Meinung, ich habe das einmal in meinem Leben gespielt und danach nie wieder aus irgendwelchen Gründen. Aber so schlecht ist es nicht. Das ist schon ganz hübsch gemacht. Wie schon gesagt, bei uns war die Zeit des Couchkorbs vorbei und ich hatte es halt daheim. Ja, das war's. Also. Und jetzt muss ich den Knopf drücken, wenn ich hoch will. Das war jetzt richtig, oder was? Nee. Du musst doch gedrückt halten, während du halt rechts, weiterhin rechts und links läufst. Beim Hochfahren nur. Ja. Immerhin habe ich. Und ich schnell. Ich glaube, da stand noch was mit runterfahren, aber das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich vermute ich dann rauf, runter, dass du... Das ist jedenfalls falsch, was ich gerade gemacht habe. Ich bin beim Runterfahren stehen geblieben. Das ist nicht gut. Hochfahren, gedrückt halten, das kann sein. Du hast wahrscheinlich eine Gedenkminute eingelegt für die Weg, für Navigation, oder? Genau, ich suchte gerade mein Handy, aber das hatte ich damals noch nicht. Sieht schön aus, aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. So. Ich bin gerade vom Gegner überholt worden, das ist gut. Nicht wirklich hier. Tolles Ding im Feld. Schön, dass ich das Intro nicht überspringen kann. Das fällt positiv auf, ja. Sowas mag ich ja. Wenn du jedes Mal das Intro anschauen musst, wenn du das Spiel spielen willst. Die Disziplin macht das Intro schon mal mehr Spaß als die vorige. So, Cross Country. Jetzt schauen wir mal. Fangen wir mal klein an.
Ha! Im letzten Moment überholt. Wunderbar, ich bin zufrieden. Exakt die gleiche Zeit wie der Computer. Oh, bei mir auch gerade, sehe ich. Ja, das ist geschafft. Ach, ich wollte jetzt eigentlich nochmal die Strecke wechseln. Egal. Okay, man muss relativ langsam rechts und links schwenken. Ich sag mit viel Gefühl, oder? Ja, anscheinend haben sie genügend Beschwerden bekommen von Spielern, dass die dass die Joysticks kaputt gegangen sind. Also, das hat zum Spaß gemacht. Jawohl, so geht das. Okay, der eine Kilometer geht wahnsinnig schnell rum. Nehmen wir mal eine längere Strecke. Ich glaube, ich habe die Steuerung raus, ja. Ja, rechts und links. Die ganzen anderen Tipps bringen alle überhaupt nichts, habe ich jetzt irgendwie das Gefühl. Du nimmst die lange Strecke, oder? Ich habe jetzt die mittlere genommen. Dann, ich glaube, es waren ungefähr 3 Kilometer, glaube ich. Momentan schaue ich eigentlich nur, dass er die komplette Animation durchläuft. Dann fahre ich eigentlich relativ zügig und bin auf jeden Fall schon mal vor dem Computer. Und es ist völlig scheißegal, ob ich jetzt... Der Sack hat mich jetzt auf dem letzten Meter überholt. Okay, probieren wir es nochmal. Ja, mir ist auch gerade vorbeigezogen, wunderbar. Mal schauen. Hallo wieder. Ah, Hallöchen zurück. So, jetzt war ich weit vor ihm. 26 Sekunden für die mittlere Strecke. Du hast die lange Strecke jetzt? Ich, ja. Ja, genau, da vorbeiziehen, genau. Jungwohl, ob sich noch jemand an Chris Koss erinnert? Jump, oder? Ah, doch, einer, ja. Ja, das war bei uns ein Running Gag, also. Jawohl, passt. 1,18,4 für 5 Kilometer, das ist gut oder schlecht? Das ist auf jeden Fall sehr schnell. Das ist stampig jetzt. Also, ich meine, für reale 4 Kilometer auf Skiern, weiß ich jetzt nicht, wie schnell die unterwegs sind. Also ob das realistisch ist. Ich bin überfragt, ich bin Passivsportler. Ich auch. Ich mache Sport normalerweise noch nicht mal an Geräten. Aber das Zuschauen war lustig, ja. Aber gut, ganz stimmt's nicht. Ich habe damals auf Tischtennis gespielt. Also im Turnier war ich nicht gut. Der einzige Sport, den ich mal längere Zeit gemacht habe, war Kajakfahren. Oh, cool. Kanu, Kajak, Kanadier. Alles, was man halt paddelt und nicht rudert. Also rudern ist doof. Da hätte ich einen Vorteil gehabt, ich habe nicht weit weg von der Ruderregatta gewohnt. Oder ja, nicht ganz weit weg. Ja, aber Leute, die rudern, sind halt doof. Die sehen ja nicht, wo sie hinfahren. Ja gut, da haben sie jemanden, der dich anschreit und dir sagt, wo du hin musst. Ja, aber nicht nur, dass ich nicht sehe, wohin ich fahre, ich muss auch noch jemanden spazieren fahren. Wassertaxi, was sind die denn? Wassertaxi. Ja, das ist echt. Siehst du mal so, da fährst du wenigstens nicht völlig umsonst. Oh, ich habe eine Zeit. Nee, eins auch. Ach, die Bisse, okay. Nein. Also es macht durchaus mehr Spaß, wie ich weiß. Ja, aber so wirklich begeistert tut es mir trotzdem noch nicht. Und man sollte den Start nicht verpassen.
Wo ich den einhole? Okay. Beim ersten Mal war ich noch nicht besser, aber jetzt bin ich klar. Okay, das ist mir hin. Ah, und du ziehst. 1:10. Feuchte Rikscha. Ja. Ja, es ist tatsächlich eigentlich nur das Hin- und Herwackeln mit dem Joystick. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht gemerkt, dass ich da groß mit dem Feuerknopf rumspielen musste, so wie es in der Anleitung steht. Zum Glück hast du wenigstens noch einen Computergegner dann. Ist nicht ganz so einsam auf der Strecke. Ich war schneller, 0,3 Sekunden. Wie sagt man so, ein Sportler, warten, bis das Ziel wird, dann kannst du laufen, oder? Und bist du wieder der beste Manfred? Jetzt war es schlecht, ich habe keine Ahnung, aber man sollte bei der Disziplin Feuerkopf verwenden, habe ich nie gemacht, interessant. Ja, ja. Wenn es so leicht abwärts geht, kannst du den Feuerknopf gedrückt lassen und da irgendwas machen. Kann man ihn dann nicht einfach immer gedrückt lassen? Ich bin einfach so gefahren. Der bewegt sich halt anders. Ach so. Ich bin einfach so gefahren. Okay. Ah, jetzt hat er einen Stoß, nicht abgestoßen. Ich probiere es mal. Ich halte jetzt einfach durchgängig gedrückt. Das geht auch. Nein, das kann ja nicht sehr der Sache sein. Wie sagt man, Lauf Forest, oder? Lauf durch den Wald Forest. Ach nee. Ich glaube, wenn es runtergeht, dann kann er sich damit wirklich abstoßen und noch ein bisschen Geschwindigkeit gewinnen. Was ist denn eine gute Zeit? Habt ihr mal. Hatten 1:08 war, glaube ich, für dich das Beste. Bitte was? Achso, wir haben die lange Strecke mittlerweile. Achso, ihr seid umgestiegen, okay. Ja, dann versuche ich die auch nochmal oder nicht. Nee, ich versuche die nicht nochmal. Ich bin auf der mittleren Strecke geblieben. Aber die Steuerung ist hier etwas einfacher, zumindest oder übersichtlicher als beim Bobfahren. Ja, die sollte nur rechts und links. Die Geschwindigkeit ist in Ordnung, oder? Gut, war in Ordnung. Nein. Ich hatte gerade etwas Schwung drauf, aber das ist wieder Geschichte. Und schafft er noch? Das ist ein bisschen komisch, wenn er abwärts fährt, der positioniert sich anders auf den Skiern, bis ich das realisiere, ist schon wieder vorbei mit der Abwärtsfahrt. Eigentlich fand ich das bei Wintergames beim Biathlon viel besser, dass er mit Joystick nach unten Schwung holt. Das war viel logischer. Ja, aber du hast da auch mehr Platz nach oben und unten gehabt. Du konntest da auch besser reagieren. Ja gut, das stimmt. Das stimmt. Letzte Zeit, lange Strecke, 1:12. Ich war nicht gut. Und ich habe das Ganze geht so schnell rum, da habe ich keine Reaktionszeit. Bis ich überrissen habe, dass ich jetzt nochmal Schwung holen kann. Ich darf schon mal in die nächste Disziplin, glaube ich. Ja. Hallo Miriam. Miriam, komm dazu. Wir spielen jede Disziplin eine Viertelstunde. Ach du Scheiße. Figure-Skating. Ja. Was muss ich jetzt tun? Ich habe keine Ahnung. Ich schaue mal, was das Handbuch sagt. Ist ja ganz spannend. Viel zu ausführlich ist. Nicht so auf das Wesentliche beschränkt. Also das zählt ja wahrscheinlich durch, was ich schaffe. Mal gucken. Aber großer Vorteil, sag mal, die Leute ganz. Aber das ist doch cool. Ich kann mir eine eigene Musik aussuchen. Und die Läuferin ist sogar zu sehen, oder? Ja, ich muss vorher entscheiden, was ich machen will. Das ist nicht gut. Choose the music. Move joystick right or left to choose the music. Ja, super. Romantik ist die falsche Einstellung, oder? Okay. Choreografiere deine Bewegungen. Und wie stelle ich das hier? Achso, ich stelle das da unten ein. Ach du Scheiße. Das schaffe ich doch nie in der Reihenfolge. Das muss ich auch noch merken, oder was? Das geht auf gleiche Weise wie man. Ach du Scheiße. Mit rechts und links wählst du quasi oben aus, was du jetzt gerade machen willst. Das muss ich mir merken. Und mit Feuerknopf aktivierst du es dann. Hä? Ja, du hast oben diese Leiste.
Ja, ich habe doch schon hier alle im Bild, was ich machen soll. Du performst 10 Bewegungen. Ach so, oh Gott, ich muss gar nicht erst, ich laufe schon, oder was? Nicht wundern, nee, du suchst es, dir da was zusammen wahrscheinlich und dann wird es ausgeführt. Es kann sein, das ist Disziplinproblem, ich habe nur einen schwarzen Bildschirm. Das sind Ladezeiten. Ah, du musst es auf die Musik hin anpassen, deine Bewegung. Okay, was mache ich, wenn ich die Musik vor und du musst dann an der rechten Stelle deine Bewegung einsetzen. Und wenn ich jetzt hier schon alles gedrückt habe, was mache ich dann? Das sieht hübsch aus, aber. Ah! Schau, ich habe eine schwarze Hintergrund, ich sehe gar nichts. Ich habe es nicht verstanden, jetzt ist mein Hintergrund auch schwarz. Ah, jetzt geht's wieder. Ich fahre nach Gehör. Mit Press forward twice on the joystick. Und dann Feuer. Also ich muss wirklich anklicken, was sie machen soll. Genau, und zwar so, du hörst die Musik anscheinend, oder? Ja, klar. Genau, so, dass es eben zur Musik passt. Du siehst unten, wie viel Musik du noch übrig hast. Und wenn du fertig bist, zweimal nach oben und Feuer, dann geht's los. So, ich habe jetzt auch Bild. Zweimal nach oben und Feuer? Ja. Nee, dann geht's wieder von vorne los jetzt. Also ich habe es jetzt nur so vorgelesen, wie es im Handbuch steht. Ich probiere es mal selber. Ich mache ja jetzt irgendwas, aber nee, wenn ich wieder nach oben gehe, kann ich wieder die Musik ändern. Hä? Ist das falsch, was ich hier gemacht habe? Ja, machen wir erstmal Fast Track. Immerhin bist du schon im Rennen. Wie bist du da reingekommen? Ich habe zwar Erfolg aufgedrückt und habe geladen, aber ich im Spiel. Ich komme nicht ins Spiel rein. Darf ich vorführen, das ist der Bodenwisch, Walter. Ja, aber ich komme nicht ins Spiel, das ist gerade mein Problem. Die Anleitung habe ich hier, Miriam. Wir kapieren sie noch nicht. Wir haben die Anleitung, ja, aber sie hilft uns noch nicht. Aber, muss ich jetzt aber zweimal... Aber bei euch ist was zu sehen. Ja, aber guck mal bitte, Manfred ist im Spiel. Ich bin immer noch bei irgendeinem Aussuchmodus. Du hast unten diesen komischen Knopf, vielleicht musst du auf den kommen irgendwie. Mit drauf. Keine Ahnung, jetzt ist der Bildschirm wieder schwarz. Ah, nee, jetzt... Also ich habe jetzt 1, 2, 3 und dann kann ich, da unten ist ein Schloss. Bei mir läuft Musik im Hintergrund, aber ich kann gar nichts machen. Zweimal Folgen aufdrücken, dann lädt er. So war es bei mir. Ich stelle hier Figuren ein und da ist irgendwas mit offen und zu. Was ist denn das da? Das Schloss verändert sich. Oh, ich habe gerade meinen Könnte ausgebaut. Ich bin direkt beim Aufstehen wieder hingeflogen. Ich habe nicht ganz begriffen, wie es funktioniert. Tut mir leid. Du kriegst wenigstens eine Wertung. Ich kann nicht mehr anfangen. Ja, schau mir die Wertung an, da. Einstimmig. Oh, also nochmal, ich habe jetzt hier was ausgesucht. Ich nehme jetzt die 1, die 2 und die 3. So. Nee. Ach so, ich glaube, ich muss. Ah, Moment. Ich glaube, man muss einfach erst auf die 1 drücken, dann was aussuchen, dann auf die 2 was aussuchen. Oder kann das sein? Nee. Ich konnte es nicht ausprobieren. Ich kann es gerade noch nicht sagen, mit Sicherheit. Ich habe nur versucht, jetzt on the fly das zu übersetzen, was hier im Handbuch steht. Lass mich doch das scheiß Intro überspringen, bitte. Das habe ich mal so gemacht. Und jetzt noch zweimal drücken? Nee. Ich verstehe es nicht. So. Ich bleibe jetzt hier am Boden sitzen. Moment, Figure Skating. Du spielst ja wenigstens, Ich sitze am Boden, also hier momentan. Du verweigerst gerade das Spielen. Ich frage hier mal jemand anders, ob das versteht. Ich verstehe es nicht. Also hinfliegen kann ich gut. Jawohl, holen wieder runter. Aber es ist schön gemacht. Das ist ja schön. Ich kann eine Musik auswählen und dann. Ich bin einmal nicht hingeflogen. Wie geht das? Gar nichts. Hätte ich nach unten drücken müssen. Okay, jawohl. Der stürzt doch gleich ab danach. Ach, das läuft automatisch. Nee, die Bilder zeigen ab, was du machen musst und das läuft fast automatisch. Hä? Naja, du hast da deine Choreografie erstellt und die läuft danach halt ab. Sollte möglichst passend zur Musik. Ach, habe ich was erstellt? Das habe ich gar nicht gesehen, wo er war. Ich habe den Bildschirm nicht gesehen, aber gut. Okay. Jawohl. Punktlandung.
Ja, ich bleibe beständig. Das Score noch mal. Also meine Score ist gleich geblieben. Ja, ich bin nochmal hier und versuche irgendwie was rauszufinden, wenn das macht. Ja. Willkommen im Club. So, jetzt probieren wir nochmal. Michael, kurze Frage, das hattest du auch, oder dass du eine Musik gehört und der Bildschirm war schwarz? Genau. Okay, aber ich hätte warten sollen. Aber egal. Okay, versuche ich jetzt nochmal. Na, nehmen wir mal Medium Rock. Jazz. So, das. Rhythm. Jetzt, ah. Ich glaube, ich starte nochmal neu und schaue nochmal, ob ich das irgendwie einstellen kann. Mit dieser Choreografie. Also dieser Bildschirm ist kommen, nachdem der schwarze Bildschirm war, oder? Glaube ich. Irgendwie ist das kaputt. So, dann schauen wir doch mal, was wir machen. Ich bin sehr super darin, mich immer wieder auf meinen hübschen Po zu setzen. Ist das jetzt Verpackenbremse, oder? Aber den schwarzen Bildschirm tut die Tatsache nichts. Also ich kann nicht, also. Ich glaube, der braucht einfach nur ewig, bis er das. Man muss wahrscheinlich die Musik einprägen und dann irgendwas einstellen, wahrscheinlich. Nee. Ich sehe gar nichts, also. Ja, lass einfach mal den schwarzen Bildschirm eine ganze Zeit. Also der braucht einfach eine ganze Zeit, war bei mir gerade eben wenigstens. Irgendwann ging es dann, also. Hurra, ich bin eine Null. Jetzt habe ich es auch schriftlich. Kann es sein, dass ich jetzt warten muss, bis die Musik zu Ende ist? Du musst warten, bis die Musik zu Ende ist, dann geht es weiter. Dann fragt er, dann sagt er hier, drück Taste, um weiterzumachen. Ja, bei mir ist das schwarze Bildschirm. Die Musik ist vorbei. Ich kann keine Choreografie. Das hatte ich jetzt auch. Ich habe dreimal gestartet, jetzt beim dritten Mal bin ich wenigstens hier reingekommen, dass ich eine Choreografie erstellen konnte. Ich frage mich gerade, ob die Originalversion damals den Bug auch hatte. Das kann nämlich sein. Jetzt habe ich auch wieder einen schwarzen Bildschirm. Kann es sein, dass diese Disziplin einfach irgendwie buggy ist? Ah, da rührt sich jetzt was. Press-Button to start. Ich habe jetzt zweimal gedrückt und so ein Ladebildschirm gehabt und das, genau, lädt wieder. Ich glaube, das Original hatte das Problem damals auch. Deswegen habe ich wahrscheinlich gesagt, das kann sein, irgendwas war da. Also du hast das Image nochmal komplett neu gestartet, oder? Ja. Ich glaube, du probierst das auch. Hey, ich habe sogar einmal was gestanden. Hat aber nichts gebracht.
Das ist scheiße. Also die Disziplin kannst du, wie sie ist, in die Tonne kloppen. Die ist ja völlig abstrus zu steuern, völlig unintuitiv. Und am Ende funktioniert es trotzdem nicht. Watch your timing to be careful to perform each move exactly as you choreographed it. Das heißt, ich muss genau das machen, was du eingestellt hast. Genau, ich sehe es gerade. Aber es ist hübsch. Skate eigentlich. Around the ring, press joystick left to go left, right to go right. Und wenn du genau an der richtigen Stelle bist, dann musst du mit nach oben dann deine Choreografie ausführen. Sonst setzt du dich auf den Hosenboden. Ich mache auch die Büsch-Variante. Muss man es auch in der Reihenfolge machen dann, oder? Aua, oh, das tut ja weh beim Zugucken. Wie geht's deinem Hintern, Manfred? Die Zeitleiste unten soll dir sagen, wann der nächste Move dran ist. Ja, aber wenn ich nicht weiß, wie ich ihn mache, dann habe ich schon. Nach oben, einfach nur nach oben. Ich muss nicht warten, ich habe gerade das ROM neu gestartet oder so. Wie einfach aber nur. Ich muss gar nichts machen, oder was? Nein, du musst nur den Joystick nach oben drücken. Im richtigen Moment. Aber wann? Die Zeitleiste zeigt an. Gelb bedeutet, du hast noch 2 Sekunden bis zum nächsten Move. Wo ist der, grün wo ist heißt jetzt ausführen. Innerhalb eines 2-Sekunden-Limits. Und rot heißt jetzt auf keinen Fall. Also ich sag mal, der Pfeil unten scheint sich wohl zu ändern. Also wenn ich bei der. Sorry. Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit das ist gerade. Entschuldigung. Du hast unten diesen Pfeil, der sich nach rechts. Ja, aber dann ist die Musik zu Ende, wenn das da am Ende ist, oder nicht? Jetzt kann ich es auswählen, sehe ich dort. Das war wirklich ein Bug. Ja, das ist ja das, was du vorher machst. Nee, ich hatte das Menü vorhin gar nicht. Du wählst halt deine Choreografien aus, die du machst. Genau, also zur Musik, und dann muss sich wohl der Pfeil in der Farbe ändern. Bei mir ändert sich hier gar nichts, Michael. Also wenn ich lauter stürze. Kann ich sagen, wie ich es jetzt gerade hier gelesen habe. Ja. Also wenn ich lauter Stürze auswählen könnte, dann bekomme ich es hin. Ich habe mehr Stürze. Ich habe eben auch hier den Wischmob gemacht. Oh, das ist doch nicht wahr. Will ich das wirklich nochmal? Nein. Ich wähle irgendwas aus. Okay, ich versuche es jetzt noch einmal. Dann gucken wir jetzt zu, erzähl uns, wie es geht. Ja, wo soll ich das wissen? Ah doch, der Pfeil ändert unten seine Farbe. Das war's nicht. Das war's auch nicht. Jetzt ist rot. Also ich hab die Figur verpasst. Grandios. Okay. Ich habe auch 0 Punkte. Wer kann mehr bieten? Ja, fährst du jetzt, oder? Achso, Schwung brauchst du ja auch noch. Ich musste gerade lachen, eine Musik, die man auswählen konnte, ist die Musik von California Games. Ja, die habe ich jetzt gerade. Mhm. Sag was, Michael, wollen alle mitleiden. Ja, es gibt nichts zu leiden. Ja, ich habe die erste Figur gestanden. Muss ich warten, bis der Pfeil wieder grün wird. Dann kann ich versuchen, die zweite Figur zu machen. Jetzt warte ich wieder, bis der Pfeil grün wird. Figur Nummer 3. Jetzt Figur Nummer 4, sobald ich die Drehung hinter mir habe. Hat nicht geklappt. Brauchst du noch anscheinend für alle Übungen einen entsprechenden Schwung. Also muss man nur schnell genug sein. Super, bei mir ist der Mister abgestürzt, wenn das Spiel ist eingefroren. Ja, das hatte ich auch. Also das ist. Die Disziplin kannst du so, wie sie ist, in die Tonne kloppen. Ganz im Ernst. Das war so interessant. Ich habe eine Figur gemacht und dann war dabei die Disziplin aus. Hä? Wie geht das? Ach so, wenn du stehen bleibst, dann ist die Disziplin zu Ende. Also okay. Ich lass es bleiben mit der. Ja, ich muss ja neu laden sowieso. Ja. Oh, das ist ja grauenhaft. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich bin immer noch eher also der Wintergames-Fan. Egal welche Form, Figure Skating, egal ob im Wintergames oder in
The Games Winter Edition ist alles für den Arsch. Aber bei Winter Games kann man wenigstens ein paar schöne Figuren machen und da macht es ja auch Spaß. Spaß ist relativ, aber man kann ein paar Figuren machen, ja. Okay, Ski-Jumping. Ja, ich versuch's. Mal gucken, ob ich es geladen kriege. Kannst du schon mal in der Zeit wieder das Handbuch vorlesen? Vielleicht ich schaffen such's gerade raus, ja. Slalom, da. The Ski-Jump. Strategie, Competing. Down the ramp, follow the screen, prompts to begin your jump. Then as you travel down the ramp, follow these instructions. To crouch, speed up. Press the joystick up. To turn right or left, move the joystick right or left. Ja. To jump, press fire button. Bisher noch einigermaßen logisch. Naja. Ja. Ja, so geht's nicht, oder? In the air. While in the air, remember. To lean backwards, press joystick left. To lean forwards, press the joystick right. To raise your arms up. To lower your arms down. Oh Gott, das ist 3D. Ach du Scheiße. Ich hätte mal eine Frage. Ich hab die Chance komplett genutzt, bis ich unten war. Wenn du einen 45-Grad-Winkel erreicht hast, Feuerknopf. Willkommen im Club, Manfred. Also, versuchen wir es mal. Sein letztes Wort, der watcht das, oder? Mein letztes Wort ist, warum steckt der Kopf im Schnee? Muss ich einfach nur einen Knopf drücken zum Abspringen, oder was? Nein! Also runterfahren ja, du musst kann ich. Den Knopf drücken zum Abspringen. Aber bei dir sieht es aber auch nicht besser aus, Michael. Nö, habe ich ja nicht behauptet. Jetzt aber hier, Full Speed. Und nicht die Joystick bewegen, nur Knopf. Ich habe irgendwie die Absprungmarkierung verpasst. Ich sehe keine Markierung. Ja, halt irgendwann ist die Chance jetzt zu Ende. Oh, ich habe den Sprung hinbekommen. Ich auch. Aber ich glaube, die Landung wird nicht gut, glaube ich. Habt ihr früh oder spät gedrückt? Irgendwann. Ja, ich fliege. Okay, du musst also noch mit Feuerknopf landen, dass er einen Telemark macht. Ich fliege, ja. Oh Gott, das ist ja auch schlechter als bei Wintergames. Warum? Aua! Oh Gott, was für ein Scheiß. Gib mir meinen Wintergames zurück. Ich glaube, das gibt viel Material fürs Best-of. Das war mir auch neu. Ich bin. Ich habe vor Ende der Chance runtergekommen. Einmal landen. Und jetzt schaut, das wird nächstes sehe ich jetzt schon. Oh, es geht sogar. Landen mit Feuer, oder? Mit Feuer, genau. Nein. es hat gefeuert, aber das war. Nee. Ich habe vorhin zu früh Feuer gedrückt, dann hat der Telemark in der Luft gemacht. Nee, das war es nicht. Der Telemark ist ja, wenn er die Schieße zusammenstellt, oder? Nee, das ist diese komische versetzte Haltung, wenn er in die Knie geht. Gut, dass ich nicht Ski gefahren bin. Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht weniger reden und einfach mal darauf achten, wann die Chance zu Ende ist. Ich habe meinen Feuerknopf. Ah, geht's wieder. Nein. Kollege, du siehst den Boden besser als ich. So weiß auf weiß ist natürlich ideal. Weißer Hintergrund auf weiße Strecke. Ah, noch jemand, der es versuchen will? Ich habe einmal eine Landung geschafft. Echt? Ja, 125,3 ist gut. Anscheinend. Du hast immerhin geschafft. Ich probiere es nochmal. Aber der Absprungpunkt ist sehr schlecht zu erkennen. Ja, der Landepunkt ist auch nicht viel besser. Ja, das kann ich ja. Ich kann den Telemark schon 3 Meter über den Boden ansetzen. 143,2. Achso. Plus Style Points. 145,2. Wenn du Hilfe brauchst in Hamburg. Frag mich gerade, wie ich abspringen soll. Genau. Du musst schauen, wenn du merkst, dass die Chance langsam zu Ende geht, solltest du den Feuerknopf drücken.
Genau, das Ende kommt sehr abrupt. Also wahrscheinlich immer punktgenau vorher abspringen dann, oder? Ja, so in etwa. Und man kann erst den Landeweg machen, wenn man vorher. Das braucht wahrscheinlich so 3, 4, 5 Sprünge, bis du den Punkt findest. Frage ist. Hallo, Aho. Es braucht Vollkopfdrücken, dass man die Landeposition einstellen kann, oder wahrscheinlich? Ne, Feuerknopf drücken, wenn er so im 45-Grad-Winkel ist, weil er dann einfach diesen Telemark macht. Ah, okay. Und dann einfach gedrückt halten, bis er gelandet ist. Dann probieren wir es mal. Sieht wahnsinnig ulkig aus und ich habe einfach nur die Vermutung, dass er oder dass sie es nicht hinbekommen haben, den vernünftig landen zu lassen in der Steuerung. Deswegen kannst du den einfach da einfrieren, wenn er im richtigen Winkel ist. Also ich hatte irgendwie den Eindruck, dass die Steuerung kurz nicht reagiert hat. Sag mal, jetzt schaffe ich es auch nicht mehr von der Rampe runter in einem Stück. Ah, yes, sir. So, was sagt er? 126,0. Wie habe ich dann die 145 zusammengekriegt vorhin? Wenn ihr zwar nichts redet, dann kann man auch nicht sehen, was ihr treibt. Ich stürze nur ab, also das kann ich gut. Also. Oh, ich bin rausgegangen, das war schlecht. Sag mal so, ich arbeite an der Effizienz des Aufschlags. Also ich schaffe es immer nur auf dem Arsch zu landen. Sobald, du musst schauen, dass du mit rechts, links dich so einstellst, dass du ungefähr einen 45-Grad-Winkel hinbekommst. Und wenn du dann so weit bist, dass du meinst, du könntest landen, dann drückst du den Feuerknopf, dann geht er runter. Du müsstest noch ein bisschen näher ran. Genau, jetzt Feuerknopf. Und trotzdem lande ich auf dem Rücken. Gedrückt halten, den Feuerknopf. Der ändert dann seine Position und bleibt dann so eingefroren. Ja, nochmal. Also irgendwie reagiert die Steuerung gar nicht mehr. Keine Ahnung warum. Also irgendwie. So. Wenn er ungefähr zur Hälfte des Bildschirms runter ist, kannst du den Feuerknopf drücken. Dann macht er diesen Telemark. Ah, okay. So viel habe ich so festgestellt. Gut, dann. Und dann einfach gedrückt mal lassen, bis er gelandet ist. Nein, das hat nicht funktioniert. So dieser Horizont, der sich dir entgegenreckt. Also ich sehe nur den Boden, der mir entgegenkommt. Hm. Vielleicht sollt ihr unter dem Schnee fahren. Das ist, glaube ich, keine gute Position zum Landen, oder? Jawohl. Sag mal. Das Einfrieren liegt am Flugwind. Also irgendwie verpasse ich die ganze Zeit den Absprung. Geht mir genauso. Jetzt habe ich sogar die Rampe verpasst. Und er fliegt, er fliegt. Genau. Aber irgendwie immer Rückenlandung. Sag mal. Ja, mit rauf, runter kann man die Arme ausstrecken und wieder einklappen. Jungwolle. Das macht heute aber, glaube ich, keiner mehr. In realen Turnieren. Also ich habe noch eine Schier geklappt. Okay, ich probiere es nochmal. Also ich hab's. Momentan tatsächlich nicht mal drauf, den Absprungpunkt zu finden. Irgendwie. Oh, es hat soweit funktioniert, aber
irgendwie macht er nichts mehr. Nicht gut, nee. Nein. Also die Steuerung ist wirklich merkwürdig. Ja, jetzt denke ich mir aber schon das ganze Spiel über. Ja, vom ersten Mal hat die Steuerung noch funktioniert, auf einmal ging ja gar nichts mehr. Nein. Ja, jetzt wollte ich eigentlich beenden. Egal. Nächste Disziplin, oder? Hätte ich gesagt, ja. Außer Patrick wird es nochmal versuchen. Irgendwie steckt ihr alle den Kopf zu oft im Land. Wie kann man denn jetzt wirklich landen hier, verdammt nochmal? Indem du, wenn du ungefähr den richtigen 45-Grad-Winkel hast und so langsam dich dem den Erdboden zubewegst, den Feuerknopf drücken und gedrückt lassen. Ich müsste aber dafür erstmal von der Schanze kommen. Das wäre natürlich wünschenswert, ja. Ich gebe mal den Spaß Slalom die vollen 400 Meter. Wieso Slalom? Du bist schon bei der nächsten Disziplin, das ist noch nicht 8, eigentlich 9. Ich stecke ja, das Problem ist, dass die Disziplin nicht so viel hergeben, dass du eine Viertelstunde dran rum exerzierst. Ich dachte, man arbeitet daran, dass man die Rekorde überarbeitet. Jetzt bin ich 20 Zentimeter tief im Schläger, nächstes Mal vielleicht 30. Mal gucken. Oh, ihr werdet jetzt einmal Slalom lieben. Noch schlimmer, oder was? Sowas ist wie Figure Skating. Ach, noch schlimmer. Ich habe mich direkt nach dem Start hingelegt. Ich komme nicht von der Schanze runter, verdammte Scheiße, echt. Versuch mal früher zu drücken einfach. Okay. Schon während du fährst. Am besten jetzt schon, meinst du? Ja, genau. Ich drücke einfach dauerhaft. 168,6. Nein. Schaut mal, wie ich mich bewegt habe. Du schummelst, du spielst nicht mehr Zielspringen. Ich bin da recht kurz am Start ins Rollen gekommen. Das ist nicht gut. Es ist unglaublich. Also ich wollte nicht verstehen, warum hat mir die Strecken zweimal zum Auswählen. Ich finde hier das Abspringen zum Grund schwer. Mich aber sagt das Handbuch, warum stehen die Strecken zweimal hier drin? Ja, Moment. Ist verkehrt, oder vielleicht? Also ich wechsle jetzt auch mal die Disziplin. So. Slalom. Ich stecke den Kopf weiter in den Schnee. Select your course. To choose from 4 different courses. Also die sagen da nichts. Vermutlich hat das was mit der Anzahl der gesteckten Tore zu tun oder der Frequenz der Fahnen. Die lassen sich jetzt. Ach ja, stimmt, ja, genau, stimmt. Ich sehe es gerade, mein Gott. Du fährst wieder gegen einen Gegner. Mit Start geht's los. Stell sicher, dass man vor der Flagge die Richtung wechselt und damit rauf, runter die Richtung wechselt. Ja. Steuert sich ein bisschen besser als Skisprung, aber... So, der oben ist der Computer, scheiße. Ich habe den falschen gesteuert. Und so die ganze Zeit bist du der obere, jetzt bist du plötzlich unter. Ja, eben. Ist doch bescheuert, oder nicht? Es sind einige bekannte Sounds aus Wintergames, Tatsache. Ja, es muss ja schnell was rausgebracht werden. Aber warum musste man Wintergames nochmal machen? Muss man die Steuerung verhunzen, oder? Das ist das Problem. Kann man noch Geschwindigkeit. Ich bin ein Schneeball. Ach du auch, Manfred. Ja, also zwei Fahren schaffe ich. Ich könnte eigentlich weiterrollen, das sieht man, das, naja. Aber ich glaube, es ging hier nicht nach der Anzahl der Fahren, oder? Ich meine, wenn ich die ganze Strecke runterrolle, dann komme ich auch unten an. Muss man bremsen? Hier steht nur, es gibt Takt drauf und runter. Drauf und runter? Okay. Ich habe links, rechts gemacht, das ist ein Fehler. Ich bin schon mit Lenken. In den Zaun an der Seite gefallen. Auch nicht schlecht. Aber schön, dass mein Gegner immer wartet. Er wartet auf dich? Ja. Der bremst dann immer, wenn er merkt, dass ich nicht mehr weiterfahre. Das ist sehr arrogant. Voll! Warum kann man nicht bis zum Schluss durchrollen? Ich meine, es hätte doch was. Wäre witzig, ja. Mhm. Ich werde mir die Disziplin nicht warm. Tut mir leid. Ich auch nicht. Jawohl. Ah. Ja, ich habe 4 Tore geschafft. 5, 6.
7. Naja, toll. Na gut, probieren wir es nochmal. War jemand schon im Ziel? Naja, nee. Was, da gibt es ein Ziel? Okay. Ich vermute offensichtlich, mal. Nach 350 Metern. Wie viele Fahnen hat man denn? Hä? Wie viele Fahnen muss man denn schaffen? Ich hatte weiß 7. Ich nicht. Ich habe nur die Entfernung, 350 Meter. Ich hatte 7. Also ich hatte bis jetzt 4 Fahnen umfahren und danach nur umgefahren. Also. Jetzt schaffe ich aber die zweite. Was ist das für eine Scheiße? Oh Gott. Achso, nicht die Fahnen einsammeln. Achso. Ich probiere es nochmal. Nein. Immerhin 50 Meter dauert aber ganz schön lang, du. Wenn man bedenkt, dass er für einen Kilometer vorhin eine Minute noch was gebraucht hat. Ich bin im Ziel. Mit der beschissenen Zeit zwar, aber ich bin im Ziel. Okay, ich schaue mal kurz das Handbuch. Winning Tips. Warum steht das nicht in der Beschreibung? To increase your speed, press the fire button. Warum steht es in den Winning Tips und nicht dort, wo drin steht, wie man das Spiel spielt? Okay. Dann erhöhen wir nochmal die Geschwindigkeit. Sauber ins erste, in die erste Fahne reingerauscht. Ja, die erste hat bei mir funktioniert, aber die zweite war das Schlimme. Ja, die erste kam gerade so unerwartet. Da will ich mal die kompletten, das komplette, sag mal, 400, na okay, das wird eh nichts. Und das mit Fullspeed, oder? Ich weiß ja nicht. Ich habe keine, also ich krieg da nichts zusammen. Press the Fire Button. Steht nicht, ob man den dauerhaft drücken soll, um Geschwindigkeit aufzubauen, oder ich ob man den ständig wieder drücken muss? Ich glaube, vorher gefallen. Also ich habe 2 Fahnen geschafft, die zu finden. Aber dass die mit den Steuern viel schlimmer sein müssen, das verstehe ich echt nicht. Also ich weiß ja nicht, aber ich glaube nicht, dass wir das Spiel später nochmal kompetitiv spielen werden. Ich meine, wir können nicht eine von den Disziplinen halbwegs richtig. Oder wir spielen das klassische Wintergames kompetitiv. Wie spät haben wir es denn heute? Ja, jetzt schon. 9. Ach Gott. Wir sind schon bald durch mit den Disziplinen. Und ich habe da nicht eine gefunden, die für mich was getaugt hat. Speedskating wird auch nicht besser. Ich habe jetzt schon Angst vor nächster Woche. Wenn die Sommerspiele dran sind. Das geht sogar über Mega Live. Die Sommerspiele. Ach nee. Also nichts gegen Amiga, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Dass wir uns da Amiga Live auch noch aufhalten müssen. Ich starte momentan, geht es ganz gut hier. Okay, es ging ganz gut.
Er muss genau nach der Fußbewegung reagieren. Das geht schon viel zu lang gut. Es gibt auch noch Gas. Oder kurzzeitig. Nee, das wird nichts. Jetzt schon. So ähnlich ist die Steuerung beim Radfahren bei der Game Summer Edition. Der andere sieht aus wie ein alter Teabaggen. Naja. Hallo, Patokemon. Willkommen bei der schlimmsten Sportsimulation, die der C64 zu bieten hat. Nein, keine Practice mehr. Speed Skating. Irgendwie seid ihr nicht ausdauernd, kann das sein? Nicht wirklich. Ich könnte mal ganz gemein sein. Speed Skating und Warp-Modus, oder? Naja. Weil vor allem die 5 Runden, also ich krieg die nicht warm. Hat jemand dann eben wenigstens Disziplin geschafft? Ja, einmal. Das reicht ja auch dann. Ja, reicht für mich absolut. Es lag am Anfang, oder, glaube ich. Okay. Eine halbe Runde. Naja gut, halbe Runde ist es übertrieben. Machen wir 3000. Und was ist hier Sinn des Spiels? Mit rechts und links beschleunigen. Ich nehme mal an, ich bin gerade der jetzt dieses aufs Maul gelegt hat. Warum hast du dich hingelegt? Weil du den falschen Moment gedrückt hast, wahrscheinlich wieder. Anscheinend, ja. Bereit. Die Freie World Games war noch offiziell, also zählen ja mal offiziell im Kanon nur die Sachen von Epics, aber World Games gab es ja noch. Ja. Und California Games 2 auf dem PC. Und dem Amiga. Und Amiga, genau. Und die Lynx. Der hat meines Wissens auch noch bekommen. Boah, ist die Musik hier anstrengend, zum Glück haben wir die nicht an. Boah. Super, ich habe mich auch noch hingepackt. Ich finde, die Sachen sind nicht irgendwie intuitiv, tut mir leid. Ach, ich muss wieder aufstehen und weiterlaufen. Right and left. Ja, presse Schnee. Timing und Rhythming sind kritisch. Ja, bei mir, ich habe einen kalten Mund. Herr Patrick, räum die Schnee, oder? Ja, mach du es erstmal. Es kann doch nicht sein, das ist doch scheiße. Ja, du, ich bin doch nicht gut, ich war damals auch nicht gut, also. Ich habe es ja nur einmal gespielt damals, ich weiß aber inzwischen wieder rum. Bein ist jetzt festgefroren, da kann ich mehr aufstehen. Doch, keiner muss rütteln. Also wenn ich einen Schneeräumer vor mir hinschiebe, dann könnte ich die Stabilität. Ich habe keine Ahnung, nee, der kann wirklich nicht aufstehen. Steht da irgendwo, wann man links und rechts drücken muss? Ich habe auch fault, ich bin raus. Patrick hat eine Fußbewegung wahrscheinlich. Ja, das versuche ich auch, aber nochmals, es ist nicht intuitiv. Überhaupt nicht. Du musst im richtigen Rhythmus rechts und links wackeln, steht im Handbuch. Ja, ich wackele immer im Schnee. Gott. Ja, dann hast du den Rhythmus noch nicht. Hübsche Idee, aber das ist doch... Beschissen? Ja, ich wollte das Wort nicht nennen. Es macht keinen Spaß, weil man weiß ja überhaupt nicht, wann man hier was machen muss. Ja. Toll, drei. Jetzt solltest du es tatsächlich mal irgendwann schaffen, aufzustehen? Dann lege ich mich gleich wieder hin. Ja, du hast oben noch diese eine Lücke in der Strecke. Wenn du als 1000 Meter fährst, dann musst du da auch noch die Spur wechseln. Ach, bitte was? Runter. Ich versuche erstmal meinen Mund wieder vom Schnee zu befreien. Das ist doch bescheuert. Wenn ich nichts mache, falle ich an derselben Stelle hin. Das ändert gar nichts, ob ich das mache. Nee, ich habe immerhin 2 Meter jetzt gerade geschafft. Okay. Und wann drückst du immer den linken, wenn er links... Oh, bei mir auch. Er stürzt nicht mehr. Guckt hin. Nein, er stürzt doch. Das geht schon wieder viel zu lang. Gut. Nein. Immer wenn man das sagt, man legt man sich auf die Schnauze. Ich habe vorhin unbewusst die Spur gewechselt. Ja, mit rauf, runter wechselst du die Spur.
Ja, aber kann ich das auch. Das ist übrigens ein Fehler, glaube ich, wenn du die Spur falsch wechselst. Oder? Schmeckt der Schnee links besser? Keine Ahnung, meine Lippen sind taub, ich merke da nichts mehr. Gott, ich lege mich hier nur auf die Fresse. Ach, der wechselt automatisch, sehe ich gerade. Du bist der Blaue. Ja. Nicht der Gelbe. Ich weiß. Da, der wechselt automatisch, definitiv. So, hat hier meine ich habe gleich die erste Kurve geschafft. Hat hier meine Theorie, wie man sich nicht hinlegt? Gleich wieder aufstehen. Ja, mach den Rechner aus. Ja, jetzt falle ich nicht mehr hin hier. Jetzt zeige ich euch nicht, wie es geht. Wer hat ein Spiel eigentlich gewählt oder vorgeschlagen? Ich war einer, der es vorgeschlagen hat. Warum? Definitiv. Weil ich es nie gespielt habe und wissen wollte, warum. Jetzt weiß ich es. Ich habe es seit 88, wenn es rauskam, 89, keine Ahnung, nie wieder angefasst. Jetzt weiß ich, warum. Ich kann nicht mal geradeaus laufen, sag mal. Ich meine, Winter Games habe ich geliebt. Das ist der Nachfolger. Was soll sowas? Das hat auch überhaupt nicht mehr den Charme von Winter Games. Kann auch nicht. Guck mal, jetzt kann ich es. Jetzt habe ich es begriffen. Ich fahre hier schon so viel. Hey, ich stürze nicht mehr. Oh Gott. Ich habe meine Klappe. Ich stürze sogar beim Geradeauslaufen. Also. Ja, du bist ja auch blau. Ja, das erklärt's. Oh, was macht er jetzt? Jetzt Skate? Oh Gott. Also nach der Anzahl von Stürzen könnte ich gewinnen. Also. Es gibt einen Speed am Ende nochmal hier. Einen Sprint, meine ich. Aber auch im Sprint stürze ich. Das tut genauso weh. Entschuldigung, das ist so intuitiv. Ich habe immerhin jetzt gleich die zweite Kurve geschafft. Ich bin gleich im Ziel. So, jetzt muss nur noch die Spur wechseln. Ich rutsche nur länger auf dem Hintern als auf Füßen. Gott, ist das eine Scheiße. Entschuldigung. Das macht doch keinen Spaß. Ich bin im Ziel. 3 Minuten 23. Unglaublich. Für wie viele Runden? Keine Ahnung, ich habe die kleinste Runde genommen, eine wahrscheinlich. Ich habe die vollen 5 Runden ausgewählt. Ja, viel Spaß, du bist ja merkwürdig veranlagt, wenn du das machst. Ich möchte jetzt keine 5 Runden spielen, tut mir leid. Ich wusste nicht mehr, was mich erwartet. Naja, ich hatte ein bisschen Hoffnung, aber nö, ist nicht meins. Ich freue mich, ob man das daraus gekauft hat. Ich freue mich ja nachher aufs freie Spiel, wenn du freiwillig das nochmal spielen, was uns Spaß gemacht hat. Und klack, sind alle weg. Ja, ach nee, das habe ich gerade vermutet. Mir gefällt es auch leider nicht. Das ist ärgerlich. Ja, nicht nur dir. Ich hatte Hoffnung, dass ich damals überfordert war, aber also, ich bin es heute auch. Es gibt auch einen Grund, warum Winter Games der bekanntere Titel ist. Ja, es hätte ja sein können, dass das Spiel, weil es so spät rausgekommen ist, tatsächlich noch einfach nur nicht entdeckt wurde. Ja, aber es ist immer noch in den 80ern rausgekommen. Also eigentlich trotz des Wechsels auf 16-Bit noch im Fokus. Ja, aber es ist halt wirklich kein Deut besser als Winter Games, in keiner Disziplin. Nee, nicht eine. Ich will das Figure Skating. Nee, das ist verkompliziert worden. Das ist verkompliziert worden. Das Figure Skating war ja in der Originalfassung gut, man weiß ja nur nicht, was man da machen muss. Wann. Ich stürze ja nicht mehr beim Figure Skating, aber ich kann ja die Kür nicht, die Pflicht nicht, weil ich das Handbuch nicht daneben liegen habe. Aber das finde ich alles noch lernbar, aber hier verstehe ich es gar nicht. Disc-Weitwurf, die letzte Disziplin genau. Ist der Disc-Weitwurf. Wer kommt hin? Ja, naja, ich bin schon mal bei der letzten Disziplin, kann ich gehen. Wie hast du dieses Skate aus dem Läufer gezogen und rausgeschmissen oder was? Naja, ich versuche jetzt hier mal. Hier muss ich jetzt mit Knopf drücken und Stockeinsatz machen. Das ist aber inkonsequent. Oh, oh Gott, au! Mann! Ich hab keine Lust. Das ist doch schlimm, aber ich bin wenigstens gleich im Ziel. 3 Minuten 34. Das ist die erste Disziplin, die ich verstehe. No. Alter, ist das scheiße. Aua, oh Gott. Jetzt müssen wir schon mal überlegen, wollen wir noch gleich noch Summer Games der schicken, wenn wir sowieso nicht nochmal kompetitiv spielen? Nein, nächste Woche kommen wieder noch ein paar mehr, die Mut haben. Gottes Willen. Nach heute kommt keiner nächste Woche. Aber Summer Games garantiert besser. Sicher? Aber ich muss es doch behaupten. Ich hatte mich schon gefreut, ins Ziel zu kommen. Ich habe nur eine Runde, um Gottes Willen. Ich versuche hier in 3D einen Abfass aufzumachen und stürze einmal nach dem anderen und kriege hier gleich kriege ich ja Epilepsie hier. Was ist denn das? Also ich schalte jetzt den Warp-Modus ein, es wird noch chaotischer. Also, select your camera position. Die letzte Disziplin wird kein Deut besser. Oh. Kommen wir zum Fazit. Ne? So ist Adi besser mit Warp. Zeig du mal, wie du es machst, Michael. Bei mir klappt es nicht. Ja, ich schaue jetzt gerade. Also ich kann Kameraposition wählen. Warum wähle ich die Kameraposition? Ich habe gleich gestartet. Wahrscheinlich nicht abhängig von dem Tor.
Nehmen wir von da. Warum muss man die Kameras wählen? Das habe ich gar nicht gemacht. Okay, wie geht's dann weiter? Knopf drücken. Moment. Am Starttor. Mit rauf und runter kann ich den Spieler warm machen. Mit Feuerknopf geht's los. Mach mal deinen Spieler warm und zeig uns, wie es geht. Press the joystick up to speed up. Slow down mit runter. Rechts und links. Für Bewegung rechts und links. Gottes Willen. To stop yourself once you fall, pull back the joystick. Unser Joystick. Du wirst nicht once fallen, du wirst dutzende Male fallen. Gibt es einen Unterschied zwischen zurück und runter? Oder muss ich den ganzen Joystick zu mir ziehen? Klar, Bewegungssteuerung anno 1989. Game over. Press button. Ja, das ging schnell. So, ich versuche jetzt auch in letzter Disziplin. Das wird lustig. Ich habe die letzte schon fast aufgegeben. Ich kriege aber echt einen Flash. Das ist ja so hektisch im Umschalten. Das ist ja widerlich. Das ist ja grausame Scheiße. Ich glaube, wir sind uns heute im Fazit alle einig. Epic hat tolle Spiele gemacht, aber das kann nicht Epic sein. Unglaublich. Wo muss ich hinfahren, dass ich nicht fliege? Zwischen den Toren durch. Dann geht's. Ich habe es eben einmal fast geschafft. Haben die ja sonst Stolperdrähte da? Ja, klar. Du musst genau hier, guck mal, einfach nur durch die Tore durch. Guck mal, geht ganz einfach. Und dann ich habe es jetzt gerade geschafft, mal durchs zweite Tor zu kommen. Ich komme gerade durchs siebte, durchs achte, durchs neunte. Scheiße. Ah, Gott. Warum? So. Gott, ich bin hier so ein endlos. Nee, Leute. Ja, ich habe jetzt die Geschwindigkeit mal ein bisschen reduziert. Da wird mir ja kotzübel bei hier. Alter, das ist schlimm. Das geht doch überhaupt nicht. Da kriege ich einen Flash. Tut mir leid, das kann ich nicht spielen. Wenn ich nichts mache, fährt er auch weiter. Das ist schön. Na, jetzt nicht. Ah, okay, diese Kameratore, die ich auswählen kann. Dann schaltet er um und dann kann ich nochmal ein bisschen Gas geben, indem ich Schwung hole mit. Das heißt, du bist im Ziel? Nein, ich habe das erste Kamerator, das ich eingestellt habe, erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl. Es ist so also ein rotes Tor, das jetzt mittendrin in der Strecke auftaucht. Ich habe keine Kameras postiert, ich bin gleich hingefallen. Wieso haben das so viele gewählt? Wolltet ihr uns wieder leiden sehen oder kanntet ihr es auch nicht? Sie kannten es ja alle nicht und haben es mit Wintergames verwechselt. Mhm. Halte ich jetzt mal den WLAN. Ich hoffe, dass wir nächste Woche nochmal Summer Games testen können. Schlimmer werden kann es ja nicht. Als Summer Edition. Der Sound war ganz gut. Wow, ey. Ich finde es ja lustig, dass die Stolperdrähte neben den Toren liegen, dass du ja durchfahren musst. Das zweite Kameratur. Aber ich glaube, Summer Edition steuert sich besser. Ja, schlechter steuern kann es sich auch nicht, oder? Schlechter geht wirklich nicht mehr. Ich werde es mir vorher nicht angucken. Oder ich kann Donnerstag nicht mal gucken. Du kommst. Ich muss gucken, wir haben Donnerstag Termine. Ich muss knapp, doch, ich schaffe das wahrscheinlich knapp, mal gucken. Aber ich gucke es mir vorher nicht an. Das kam nach Wintergames bei Pokémon. Das ist das Schlimme. Das ist der Nachfolger von Wintergames. Und Wintergames ist eines der tollsten Spiele auf dem C60. Und das hier ist steuerungstechnisch, nennen wir es mal, schwierig. Eine mittlere Katastrophe, hätte ich gesagt. Aber die Ideen sind ja toll. Der 3D-Effekt ist ja nett, aber es spielt sich nicht gut. Ich suche gleich nochmal die Amiga-Version raus, ob die auch so schlimm ist. Mach das mal. Ruf mich an, wenn du fertig bist, dann komme ich zum Fazit wieder. Ich bin weg. Und sag was, sonst kann ich nicht weggehen. Danke. Ja, ja, ist schon recht. Also ich versuch's nochmal. Aber jetzt. Ja. Ich werde mal kurz dann über das Kamerator. Nicht zu schnell, sonst habe ich keine Chance. Also irgendwie hat man es hier komplett verhunzt in dem Spiel. Es ist traurig, was jetzt im Spiel gemacht haben, wirklich so. Also. Ich meine, ich könnte schneller fahren, aber da habe ich gar keine Reaktionsmöglichkeit mehr.
Aber bei mir ist im Prinzip wurscht, ich fliege immer hin, egal wie ich fahre. Ich kann mir aber vorstellen, dass dieses Pseudo-3D, das sie jetzt hier haben, damals zumindest einen gewissen Eindruck geschindet haben muss. Ja, wenn die Spielbarkeit drunter leidet. Ich hab's ins Ziel geschafft. Mit einer wahrscheinlich sehr beschissenen Zeit, aber ich bin im Ziel. Ich habe aber auch immer wieder abgebremst, dass ich nicht zu schnell war. Play again, auf gar keinen Fall. Ich bleibe zur Stelle am Ende des Bildes. So, ich suche mal in meiner Datenbank raus, was ich hier so habe, an Amiga-Versionen davon. Oh, ich habe bestimmt auch noch eine DOS-Version da. Die kann ich auch nochmal raussuchen. Die klingt bestimmt ganz toll. Von 1988. Und damit alle was haben, schalte ich dann auch den Ton ein. So quasi eine echte Piepshow, oder? Ja, so in etwa. So, Games Winter Edition. Disc 1 von 2 und 2 von 2. Brauchst du die HDF-Datei? Nö, ich nehme hier die Disketten. Wird schon nicht so schlimm werden. Sicher? Keine Scherz. Ja, ja, sicher. Gecrackt von Pharma Ted. Ah ja. Ups, nee, das war das böse Wort. Ach, egal. Ich mache das jetzt erstmal aus hier. Dann. Übrigens, der Amiga-Version hat im Vergleich zu 64-Version einen Vorteil. Man kann den Vorspann abbrechen. Wow. Ja, hat Hammer. Hat er jetzt schon mal was voraus. Mhm. Wenn die jetzt noch mit zwei Laufwerken umgehen kann, dann bin ich richtig glücklich. Ja, man könnte das Menü den ganzen Abend spielen. Das ist wenigstens gelungen. Also der Inhalt hat es also. Okay, einmal Start und in OBS. Da ist es. Nochmal das richtige Fenster auswählen. Oh, das ist schön. Downhill ist die erste Disziplin. Wunderbar. Ich wundere mich bloß, wenn HDF was blinkt. Das kennt man ja. Es geht ja mit dem Chaos hier los. Wunderbar. Man beachtet die Geschwindigkeit des Skilaufers. Hammer. Ich glaube, hier spielt sich besser. Oder auch nicht. Jetzt noch die Leiste unten ein bisschen verstecken. So, komm, es lassen. Ich bin nicht auf deine Meinung gespannt. Ja, ich auch. Der lädt nicht, der macht nichts. Wird wohl vielleicht die falsche Kickstarter-Version sein. Ich brauche es HDF in Discord, okay? Kickstart 1.3. Wird wohl nicht die falsche Kickstarter-Version sein. Der lädt einfach nur nicht. Könnte man kaum glauben, dass es Amiga-Grafik ist, oder? Stimmt, das schaut aus wie die C64-Version in Hochauflösung. Und es ist schneller. Sehr viel schnell. Oder auch nicht. Ja. Oder auch nicht. Nacht auf die Geschwindigkeit. Oh Gott. Also ich dachte, die Spielbarkeit vorhin war schlecht. Hier ist noch schlechter.
Okay, machen wir mal ein Reset. Hat er eine Kette mit ausgewählt, das war schlecht. Wenn es jetzt nicht klappt, dann muss ich die Diskette nochmal tauschen. Okay, dann tausche ich nochmal die Diskette aus. So. Und Reset. Ah, schön, wenn man so alles umgeübt hat, dann läuft nichts. Das macht immer einen Heidenspaß. Und die Spielbarkeit ist tatsächlich schlecht, aber man möchte es nicht glauben. Das gibt es echt nicht. Da wird es schneller, also. Ah, das sieht schon besser aus. Das Lustige bei der vorigen Version, da konnte man den Unterschied zwischen den Spielern erkennen. Hier gar nicht, hier schauen sie beide gleich aus. Die Version macht wirklich noch weniger Spaß. Das gibt's nicht. Wahnsinn. Ah, das macht ja richtig Bock hier. Der Reset hat mir ständig die Amiga. Nochmal Restart. Da und mit einem 1-2er Kickstart vielleicht hilft das ja. Und wenn nicht, dann versuche ich es wirklich gleich mit der DOS-Version. Der startet trotzdem immer neu. Naja. Du probierst dann die Amiga-Version, ich suche mir gleich mal die DOS-Version raus. Ja, vor allem die HDF ist verwaglich, aber die läuft zu schnell, eben in 1200er. Games Winter Edition, da habe ich sie. Oh, jetzt darf ich mit DOSBox.
So, jetzt schauen wir mal. Oh Gott, herrlich. Gut, das müssen wir mal ganz kurz anpassen. Ja, hast du ja wieder zurückgetraut. Du musst schon den richtigen Knopf treffen. Ja, ich weiß. Ich hab gehofft, ihr seid fertig. Nee. Und ich habe jetzt hier gerade was richtig Schönes rausgesucht. Ihr wollt weiterspielen. Okay, dann warten wir ab. Auf keinen Fall. Aber zeigen wir es. Zeigen will ich es trotzdem. Vor allem muss ich noch einen Ton anmachen. Weil das ist der Hammer. Von Games Winter Edition? Ja. Welches System? DOS. Och Mann, du bist ja schmerzfrei. So. Und die Auflösung richtig schön hochsetzen, dass ich was sehen kann. Bin ein alter Mann. So, jetzt müssen wir noch OBS richtig einstellen. Ich früher gerade die 1.2 Kickstarter aus, oder 1.3 auch nicht gestartet. Und da lädt noch. Sag was, Michael, das sieht ja so hübsch aus. CGA. Ja, ich weiß. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz. Schade, jetzt habt ihr den Intro-Sound verpasst. Scheiße, das ist schnell. Ah, die haben die Reihenfolge hier geändert. Auch mal die Lieblingsdisziplin. Ja, doch, der Ski-Jump. Ja, der Ton kommt von mir. Ich wollte gerade sagen, warum tust du das? Herrlich. Ah, solche Sachen machen Spaß. Muss der Ton an sein? Ja, muss er. Ah, Mist, wieder verfehlt. Ach komm. Irgendwie reagiert er nicht so wichtig. Ja, ich fliege. Ich lande aber nicht. Sehr schön. Ach, sieht das herrlich aus, oder? Ich zeige euch jetzt nochmal alle Disziplinen. Können wir gerne nochmal alles durchgehen. Salom? Ich habe ihn übrigens vorhin beendet. Und, wirst du es wieder spielen? Auf keinen Fall. Alter, geht es schnell. Warte mal, ich muss, glaube ich, doch die Geschwindigkeit einen Tick runterdrehen. Hallo? War das jetzt zu langsam? Also. Es sieht irgendwie noch schlimmer aus als auf dem 64er. Okay, ich bin jetzt absichtlich reingefahren, nur so. Ich frage mich gerade, ob das die offiziellen Farben der Olympiade sind. Vielleicht hätte ich das mal einstellen sollen. Oh, das kann ich vielleicht noch mal probieren. Warte mal kurz. Editieren. Was passiert, wenn ich ihn auf
286 mit CGA-Grafik lade. Hoppla, das war der falsche Knopf. Ja. Ich weiß bei Bruce Lee, er hat hier nicht funktioniert. Bei Bruce Lee ist es so, dass tatsächlich dann auch richtig schöne Farben gibt in CGA. Aber hier hat man sich die Mühe anscheinend nicht wirklich gemacht. Figure Skating, nein, das lassen wir mal weg. Speed Skating. Die halbe Runde reicht, glaube ich. Hey, was ist jetzt kaputt? Ah, jetzt da. Dachte schon. Aber ich falle deutlich weniger aufs Maul als sonst. Wahrscheinlich dadurch, dass es etwas langsamer läuft, kommt man besser in den Rhythmus rein. Ah. Der Geschwindigkeitswechsel, wenn man aus der Kurve rausgeht. Man hört am Klacken meiner Tastatur, dass man da tatsächlich anders in einem anderen Rhythmus laufen muss. Auf keine Nein, ich wollte nicht nochmal. Ach, ist das schlimm. Meine Fresse, ist das scheiße. Wer ist Eric Heiden? So, raus da. Downhill. Na, was ist? Ah. Oh Mann, sieht das schlimm aus. Also ich muss sagen, da nimmt es sich im Vergleich zum 64er gar nichts. Der 64er hat noch ein paar Effekte gehabt, weil du durch die Tore schauen konntest. Aber das hier ist ja nur noch schlimm. Okay, was haben wir noch? Cross Country, da habe ich noch zwei ausgelassen. Das war die Disziplin, die noch halbwegs Spaß gemacht hat. Ah, jetzt nimmt er ein bisschen Geschwindigkeit auf. Muss wirklich sehr langsam wechseln.
Also es läuft zumindest mal so, dass man noch ein bisschen reagieren kann. Im Zweifel. Aber wirklich Spaß macht es auch nicht. So. Oh, Track 1. Alter. Ganz im Ernst, ich kann auch einfach die Hände heben, nichts tun. Das macht mindestens genauso viel Spaß. No. Okay, dann machen wir noch letzte Disziplin. Schauen wir mal, wie wenigstens der Sound klingt. Ich überlege mir mal echt bei den Spielen. Da haben früher Leute Geld ausgegeben dafür. Wie enttäuscht müssen die damals gewesen sein? Einer ist das Tier. Warst du damals enttäuscht? Ich glaube, na, ich weiß gar nicht mehr. Ich freue mich auf beide Personen, Amiga und C64, also auch bei Summer. Ich habe damals gehofft, dass ich daheim habe, dass man es im Couchkorb zocken kann, aber. Im Endeffekt lag es halt bloß rum. Leider. Das soll jetzt Rock sein. Ja, Rock hat es an, ja. Naja, aber ich meine die Musik. So. Klingt irgendwie nach was völlig anderem. Merkt man, dass ich einfach nur blöd irgendwas auswähle? Ich weiß, so weit werde ich eh nicht kommen, dass ich die Figuren sehen werde. Mich interessiert doch, was sie farblich mit dem Pfeil gemacht haben. Weil der muss ja von Rot nach Gelb nach Grün irgendwie unterscheiden. Aber schlimm, was sie aus dem Spiel gemacht haben, wirklich. Die haben das Musikstück einfach mittendrin unterbrochen. Auch nicht schlecht. So, jetzt schauen wir mal das Ganze im Wettbewerb. So, den lädt. Ah, jetzt. Ja. Ich glaube, ich habe die erste Figur schon verpasst. So, nach oben was auszuführen. Ach, lass das bleiben, oder? Mhm. Oder willst du noch was ausprobieren? Du hast meine Freude, hält sich in Grenzen. Ja, ich mache mir schon Sorgen wegen nächste Woche. Und nein, Patrick kann das wahrscheinlich nicht schön reden. Bin mir sicher. Haben uns jetzt hier tatsächlich fast 2 Stunden durchgequält. Ich glaube, wir können Feierabend machen, oder? Schade, was wir im Spiel gemacht haben, oder? Absolut. Ich meine, die hatten es ja schon mal richtig gemacht. Wie kann man es so abschießen? Ja, es wird wahrscheinlich, ach so, Winter bei Vorsam, hast du gesagt,
komischerweise Summer Edition spielt sich besser. Also das haben wir damals sogar mit ein paar Kumpels getockt. Also vielleicht hoffe ich ja, dass es vielleicht dass der Zahn der Zeit vielleicht nicht so extrem arg genagt hat wie jetzt hier. Aber Summer geht wirklich besser. Das habe ich auch so mal gespielt. Also ich glaube, es das heißt schon was, wenn Summer in Amiga Live drin ist und Winter nicht. Das spricht, glaube ich, Bände, oder? Das heißt halt nur, dass es einbinden konnten. Die haben bei Amiga Live auch eine ganze Auswahl an richtig bescheuerten Spielen. Aber wahrscheinlich haben sie versucht, kurz einmal bei dem Spiel möglichst viel unterzubringen und dann alles so schlimm bessert. Ja, ja. Schade. Wirklich schade. Mein Handy hat geklingelt. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, wir geben auf. Die vier Farben haben dir jetzt gereicht, ja? Die vier Farben waren nicht das Schlimmste. Naja, also ich bin etwas enttäuscht, muss ich sagen. Ich hatte wirklich gehofft, dass das Spiel besser gealtert ist, dass das wirklich so gut ist, wie Winter Games oder in die Richtung geht. Aber es hat tatsächlich einen Grund, weshalb es die meisten nicht mehr spielen. Und ich glaube, es liegt nicht daran, dass es später rausgekommen ist und übersehen wurde, sondern es einfach keinen Spaß macht. Ich verstehe es ja nicht. Die haben es davor richtig gemacht, die haben es danach richtig gemacht. Ich glaube, California Games kam ja danach. Nein. Auch davor? California Games, ich will nichts Falsches sagen, aber California Games war, glaube ich, also California Games 2 war danach, natürlich. Aber ja gut, da haben sie es auch wieder verhunzt. Aber ich glaube, das war... der Einzel wäre danach gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich hätte jetzt gefühlt gesagt, California Games kam kurz davor, aber ich will nichts Falsches sagen. Wie konnten wir das dann so verhunzen? Die haben es so häufig richtig gemacht. Ich weiß es nicht. Möchtest du was Positives sagen, Manfred? Du bist doch eigentlich immer der... was Positives findet. Nicht wirklich. Vor allem, ich habe es damals gekauft, das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Also ich habe es mal gekauft, weil ich es haben wollte. Es lag mir entweder nur rum. Schade, ich habe wirklich gedacht, das lag nur an der Bedienung, dass man sich ein bisschen reinspielen muss, aber keine Motivation. Aber wie gesagt, The Game Summer Edition spielt sich wirklich besser. Das haben wir damals sogar öfter gespielt. Das werden wir ja in zwei Wochen dann sehen, in einer Woche sehen, Entschuldigung. Da versuchen wir es nochmal mit Epics. Ich hätte auch nichts in zwei Wochen einzubinden. Ja, es war schon wieder ein freudscher Versprecher, weil ich wahrscheinlich auch nicht will. Aber wir gucken mal, dass wir die Summer Edition dann nächstes Mal spielen und hoffen, dass noch ein paar mehr Leute tatsächlich auch mitmachen hier wieder und sich trauen, denn es ist ein offenes Format. Jeder kann hier mitspielen. Die Infos findet ihr auf der Homepage von RetroKompott. Wir würden uns freuen, wenn ein paar mehr sportliche Recken sich mit uns in sommerliche Gefilde begeben. Ich habe ein bisschen Angst davor jetzt, weil ich habe es auch lange nicht gespielt und hoffe wirklich, es ist besser. Kam das Summer Edition nach diesem Spiel raus oder vor diesem? Ja, es kam zumindest im selben Jahr raus, deswegen kann ich das nicht eindeutig sagen. Dann hoffen wir mal, es ist besser gealtert. Nein, Stefan, du setzt hier keinen Zahn. Das geht hier schon wieder los. Das ist ich habe nachgeschaut, die Game Summer Edition kam auch 88. Ich habe gerade eine Wikipedia. Ja, ich sage ja, es war im selben Jahr. Ich kann jetzt nicht sagen, was in welchem Monat früher rauskommt. Ja, und dass sich das Ganze dann noch länger zieht, das habt ihr ja mit dran schuld, weil ich hatte ja gesagt, wir machen beide schnell in einer Sendung, aber nein, es wurde gesagt, wir machen das immer zwei Wochen, weil so ein Spiel muss man mehr... Ja, ich kannte es nicht. Für mich war es logisch zu sagen, wir geben dem Spiel ein bisschen Zeit, wir schauen, dass wir uns in die Steuerung reinkriegen. Hätte ich gewusst, dass das so ein Scheißdreck ist, hätte ich gesagt, machen wir alles beide in einer halben Stunde und dann spielen wir was Scheiß. Ich gebe dir aber recht, Michael. Ich hätte auch gesagt, wir müssen in zwei Sendungen packen. Wir versuchen es nochmal nächste Woche. Da spielen wir dann die Summer Edition. Eine Woche darauf spielen wir Swift. Das musste ja noch nachgeholt werden. Und dann nehmen wir die Spiele, die neu gewählt worden sind. Die Wahl läuft ja noch. Könnt ihr noch mal mit abstimmen. Ich bin schon gespannt auf die Wahl. Ja, ich habe schon mal so kurz geluschert. Ich bin wieder mal frustriert, weil alles, was ich spielen möchte, wird nicht gewählt. Also, aber das ist ja normal. Ich bin gespannt, ob meine zwei Bomben platzen. Willst du spoilern, was du spielen möchtest, oder willst du dich überraschen lassen? Nein, ich habe da zwei Spiele platziert, von denen ich nicht sicher bin, ziemlich sicher bin, dass ich die alleine spielen werde. Ja, das klingt auch schon wieder sehr interessant. Also wie gesagt, da könnt ihr auch noch mit abstimmen, da findet ihr die Infos auf all unseren sozialen Netzwerken. Also wie gesagt, stimmt dann auch gerne mit ab, bis Ende des Monats sammeln wir dann noch Stimmen und die Winter Edition haben wir hinter uns und ich möchte auch gar nicht mehr viel darüber verlieren. Also, schade, ich hatte mehr gehofft, mehr erwartet und lass mich jetzt vertrösten auf nächste Woche, wenn wir dann im Sommer weitermachen. Ja, danke an euch beide, dass ihr mitgemacht habt. Danke auch Alias und Location, die mitgespielt haben. Und ansonsten, hoffe ich, dass wir uns nächste Woche mit mehr Leuten sehen und vielleicht im Sommer ein bisschen mehr Spaß haben als im Winter. Sehr schade, das ist, können wir nicht viel Gutes drüber sagen. Ich hätte gehofft, aber ja, gar nicht. Ist halt so. Na gut, dann sollten wir dem Ganzen auch ein Ende bereiten und die Winter Edition wieder in die Packung zurückpacken. Ja, danke fürs Durchkämpfen. Ist ein schönes Schlusswort, Inso. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.